und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Prism bei Chibi Let's Play. Und wir sind leider immer noch im Gefängnis, nachdem wir mit dem gefälschten Ausweis erwischt wurden, was ja wirklich nicht ohne ist. Ich meine, das ist jetzt kein Kavaliersdelikt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Andererseits, ich hatte auch nicht nach dem Ausweis gefragt, ne? Ich hatte eigentlich nur das Prism-Juwel für den Archäologen aus der Analjo-Ruine geholt, weil er es aus eigenen Kräften nicht hinbekam, und da hat er uns das Ding gegeben und meinte noch, ja, damit kommst du bestimmt weiter. Hat man voll gemerkt. Naja, egal. Wir haben ja noch drei Schlüssel und ich würde sagen, dann sprechen wir erstmal mit unserem Kollegen hier. Hi. Ich erkenne dich. Du warst diejenige, die undercover war und mich auffliegen ließ. Deinetwegen bin ich hier. Tja, eigentlich könnte ich mich drüber aufregen, aber... Naja, ich könnte die Zeit hier auch nutzen, um über mein Leben nachzudenken. Nicht, dass ich eine andere Wahl hätte. Ich meine, ich werde hier noch länger sitzen und kann sonst nicht viel machen. Tja, also, ich hatte mich einer Gruppe von Pokémon-Trainern angeschlossen, die ziemlich extrem gegenüber ihrer eigenen Philosophie waren und versuchten, sie umzusetzen. Wir haben alles versucht. Mit unseren Pokémon. Um unseren eigenen Weg zu bahnen. Ich habe geglaubt, das wäre das Richtige. Und deswegen habe ich dieser Gruppe auch geholfen. Im Sinne einer guten Zukunft für künftige Generationen. Zusammen mit starken Pokémon. Ich habe geglaubt, ich würde das Richtige tun, als ich ihnen half. Aber um ehrlich zu sein... Du, eine ganz normale Trainerin, hast mir den Kopf gewaschen und gezeigt, was wirklich wahre Stärke ist. Du hast mir gezeigt, wie man wirklich Respekt gegenüber seinem Pokémon-Team hat. Und auch ein Band der Freundschaft. Die Welt wäre viel sicherer und einfach wunderbarer, wenn es mehr Trainer wie dich gäbe und nicht so wie mich. Ja, nimm das hier. Du brauchst es. Ah! Die Roofcard. Schön. Ich habe diese Karte auf dem Boden gefunden. Mit ihr kannst du zum Dach hoch. Aber die Basement-Tür ist leider immer noch verschlossen und mit einem speziellen Code gesichert. Das ist vielleicht der Grund, warum einige trotz der Regeln ihre Pokémon immer noch hier im Gefängnis haben. Einer von ihnen muss es haben. Okay, klingt so, als ob wir uns jetzt hier das Passwort erkämpfen müssen. Was jetzt ein bisschen blöd ist, weil ich leider nur noch zwei Schlüssel habe und hier mehrere Zellen sind. Mich irritiert das auch immer wieder, dass hier die Steine einfach so rumliegen. Na egal. Oder sollen das Löcher sein, die sie ausgegraben haben? Na egal. Ja, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich werde jetzt das Spiel speichern. Und werde jetzt erstmal gegen die ersten zwei kämpfen. Und sollten es nicht die richtigen Personen sein, werde ich halt das Spiel nochmal laden müssen. Schauen wir mal. So. Rapid Dash. Galoppa. Gut, ich würde sagen, wir schicken Taria in den Kampf. Das Schöne daran ist, es ist ja wieder ein Pokémon-Kampf. Das heißt, ich kann jetzt in Ruhe meinen Tee austrinken. Ja, heute ist es mal Tee. Kann ja nicht immer nur Kaffee sein, ne? Oh. So, das klang schon mal sehr gut. Sieht auch gut aus. Herzlichen Dank, Taria. Azumere. Okay, Blitzer kommt in den Kampf. Und ja, inzwischen denke ich auch, genauso wie mein Helferlein, Azumere sieht ein bisschen aus wie ein blaues Ü-Ei, oder? Ein Überraschungsei.
Mit Öhrchen, mit Hasenohren. Also seit er mir das so... Oh nein, war das jetzt... Oh, Abgangsbunsch. Egal. Also seit mein Helferlein mir gesagt hat, Zumeril sieht aus wie ein Ü-Ei, sehe ich das inzwischen genauso. Merkwürdig. Ist mir früher nie so aufgefallen. So. Okay. Wie weil? Keine Ahnung, aber wegen dem Abgangsbund müssen wir Blitzer eh austauschen. Dann schicken wir jetzt Psyana hin. Au! Oh. Schlechte Wahl, ganz schlechte Wahl. Ganz schlechte Wahl. Ja, dann schicken wir wieder Zarya in den Kampf. Ja. Snipuna ist halt ein Eis- und Unlicht-Pokémon. Kreideschrei. Aber das war sehr effektiv. More interest, more pain. Ich dachte, er sagt mir jetzt schon das Passwort. Du siehst mir wie ein sensibles Kindchen aus. Mit einem sensiblen Kindchen-Lifestyle. Mhm, danke. Oh nein, ich habe jetzt nicht vor, von euch allen so viel Text jetzt zu lesen. Ganz im Ernst. Sag mal doch einfach nur... Try and go up to the roof. Mhm. Bitte was? Sei Slüppchen, was? Ich will mir kurz den letzten Satz noch mal kurz durchlesen. Die Gefängniswächter sind oben. Wo sie mal eben eine kleine Kaffee- und Raucherpause machen. Manche sind allerdings so betrunken, dass sie vielleicht auch das Passwort verraten. Das ist doch ein genialer Hinweis. Dankeschön. Dann gehe ich jetzt nach oben. Andererseits, nee, ich muss ja irgendwie... Ich komme ja an denen gar nicht vorbei, ne? Ich mein, da komme ich nicht vorbei. Genau das war ja das Problem neulich. Das hole ich mir noch schnell. Oh. Die blödeste TM überhaupt. Explosion. Aber hey, wir haben sie. Tja, also das ist jetzt doch nicht ganz der richtige Weg. Aber es ist schon mal ein guter Hinweis, würde ich sagen. Ich kann mich hier irgendwie weiter... Ich glaube, ich bin auf dem Dach, ne? Huch! Ein Vati? Ein Vati! Ein wildes Vati! Okay! Vermisst das nicht jemand? Also, ich würde es schon vermissen. Ich mag Vati. Ich mag es sogar sehr. Wirklich sehr. Interessant, dass sie ja sogar das Muster haben. Naja. Na, so natürlich nicht. Ein Versuch war es wert, oder? Oh, Flamara. Na gut, wir haben ja noch genug Hyperbälle. Eins, zwei,
3 und das Fluffy gehört nun uns. Ja. Okay. Warum ist hier eigentlich keine Musik? Ist das ein Reitschuh? Ja. Warum ist denn auch ein Reitschuh hier? Naja, paralysiert bist du ja eh schon, Flamara. Ich mag auch Reitschuh. So ist das nicht. Ehrlich gesagt finde ich Reitschuh sogar süßer als Pikachu. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf. Wenn ich jetzt nicht... Ah. Tut mir leid. Was sind das hier für... Ah, okay. Erst wenn ich alle drei Elektro-Pokémon gefangen oder zumindest verjagt habe, wie eben auch dieses Electrek, dann geht die Tür vielleicht auf. Na gut. Aber dieses Electek lasse ich mir nicht entgehen. Einmal vielleicht noch. Na komm. Ist es nicht verbrannt. So. Ultra Ball. Bleib drin. Was ist dein Problem? Möchtest du vielleicht in diesen wunderbaren, grünlichen Friend Ball? In Freundesball? Nein. Keine Chance. Okay, jetzt hast du jetzt hast du deine Chance vertan. Tschüss. Wir hätten es auch friedlich lösen können. Aber du wolltest es so. Und die Tür ist auf. Ein weiterer Schlüssel. Ich hatte mir jetzt eigentlich was Besseres erhofft. Okay. Da ist der Wächter, da ist der Wächter. Da geht's nochmal rauf. Andererseits... Kann ich gegen dich kämpfen? Das sieht aus wie eine Roofcard, wie die Karte zum Dach. Tja... Dann kann ich dich wohl reinlassen. Okay. Ich hätte vielleicht doch noch mal ganz kurz Flamara heilen sollen. Vorher. Dann müssen wir das irgendwie anders deichseln. Taria, komm mal kurz vorbei. Obwohl, ich habe noch Beleber, oder? Ich glaube, ja. Das macht Taria zum Glück nicht viel aus. Ja, zwei Stück. Einen verwende ich mal direkt. Trotzdem werde ich mich gleich nochmal richtig heimes. Oh, Morning Sun. Was witzig ist, denn jetzt strahlt die Sonne nämlich auch durch mein Fenster, die Morgensonne. So, der Sandsturm erledigt das Übliche. Level up für Blitzer und. Bing!
Level up für Taria. Wunderbar. Lucario. Lucario, Stahl Kampf. Ich wollte schon fei zu sagen. Würde nicht so viel bringen wie in dem Stahl-Zweittyp, aber. Gut, wir machen mal was anderes. Nehmen wir Aquana. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Lucario nicht mag? Dass ich den Hype hinter dem Pokémon nicht verstehe? Und nicht nachvollziehen kann? Und es deswegen auch ein bisschen blöd fand, dass es bei Super Smash Bros. Brawl unbedingt dabei sein musste, aber Mewtwo nicht? Wobei das Moveset identisch ist. Und ich hier momentan abluse. Sag mal, krieg dich ein da. Tschüss, geh baden. Yay. Ein Tauboss. Damit kann ich doch mehr anfangen. Beziehungsweise Blitzer. So. Das ist natürlich doof. Ach nee, umso besser. Ja, wenn du es halt so wolltest, ist nicht mein Problem. Wie kann ein Tauboss Finte. Ach, ich sag schon nichts. Nein, ich sag schon. Nein, ich trinke jetzt meinen Tee. Prost. Ah, japanischer Holztee aus Laminat. Mm. Gut. Was habe ich jetzt hier mit den Kabeln gemacht? Die sind ja total verdreht. Na egal. Was passiert? Ah, noch jemand. Oh nein. Ich will nicht nochmal kämpfen. Nein. Na gut. Eins die Bunner. Okay. Kreideschrei. Das ist natürlich nicht so gut, wenn es nachher wirklich mal treffen sollte. Moment. Ich versuche jetzt nebenbei auch noch das Kabel hier zu entwirren. War schon mal sehr gut. Ich hoffe... Scheibengeister. Okay, dann... Tri-Attack. Ah... Ich sollte nachher wirklich mal meine Pokémon heilen. Ja, siehst du danach aus, ne? Das Problem ist, es wird jetzt wieder X-Scissor nehmen. Was bei Psyana schon viel bringt, bei ihr, bei Petaria und bei Nachtara. Ist gerade jetzt echt doof. Ja. Aber ich wollte jetzt auch nicht tauschen zu Blitzer, sonst kriegt das nämlich die volle Dröhnung ab. Ich denke mal, so wird's gehen. War ja jetzt echt nur noch ein Stupser erforderlich, ärgerlicherweise. Aber hey, Erfahrungspunkte, yay. Ampharos. Okay. Kriegen wir hin. Ampharos finde ich ehrlich gesagt weniger knuddelig als Vati. Aber naja. So ist das halt, wenn Schafe erstmal geschoren werden. Da merkt man auch, wie dünn die Viecher eigentlich sind.
Und muss erstmal überlegen, wie viel Kilo an Wolle die teilweise tragen können. So, das wäre geschafft. Carnivore. Also Fleischfresser. Könnte das dieser Piranha sein? Carnivania? Nein, das ist die fleischfressende Pflanze, die bei uns Venophlibis heißt. Okay. Versuchen wir es mit Dark Pulse. Springbohnen? Wo war noch mal kurz die Krankenschwester? Ich glaube, im Trainingsraum, ne? Ich muss jetzt mal wieder runter. Also das wäre mir jetzt doch sehr lieb, wenn ich das sofort machen kann. Officer John ist besiegt. Das ist wirklich das merkwürdigste Gefängnis überhaupt. Die Gefangenen können eigentlich jederzeit fliehen, wenn sie nur wollten. Ich und Grady haben die Löcher gesehen. Ist das wirklich richtig hier alles? Aber du bist ja nur ein Kind. Warum haben die dich hierher gebracht? Das ist total Mist. Ja, ich weiß. Frage Pauli nach dem neuen Passwort. Wer ist Pauli? Von allen. Okay. Okay, ich habe gedacht, hier wäre noch irgendwo ein Oberpolizist, aber gut. Ich möchte noch mal ganz kurz lesen, wo ich hin muss. Zum Workout-Raum. Fragt Pauli. Okay, ich gehe mal davon aus, dass Pauli der Wächter beim... Ja. Kleine Abkürzung. Pauli war doch, glaube ich, dann hier, ne? Aber hier kann ich erstmal meine Pokémon heilen. Ah, nur noch Zeit. So, seid ihr wieder alle fit? Ja? Keiner ist mir böse? Nein? Das ist schon mal gut. Tut mir echt leid. Ich habe echt das Gefühl, dass Flamara vor allem richtig, richtig viel trainieren sollte. Ja, dein Angriff ist sehr gut, aber deine Verteidigung, mein Schätzchen. Bei dir ist es umgekehrt. Aber du haust trotzdem rein, wenn du triffst. Naja, egal. Ich sollte lieber nicht meckern. So, ich lerne mal, du bist Pauli, ne? Hm? Was ist denn das? Johnny Boy hat gesagt, es ist okay, wenn ich dir das neue Passwort gebe. Ja, okay. Tut mir leid wegen der Sache. Das neue Passwort ist... Wiggly Jelly? Okay. Es ist eine Kombination meiner... Lieblingssüßigkeiten aus meiner Kindheit und aus Grady's Kindheit. Beziehungsweise Pokémon. Also von Jigglypuff und Donut. Jiggly Donut? Naja, könnte auch das gewesen sein.
Ich bin mir da inzwischen gar nicht mehr sicher, aber ich würde es mit Jiggly Jelly versuchen. Okay. Also auf jeden Fall ein Jigglypuff, also Pummeluff. Und entweder Jelly oder Donut. Vor allem Donut, mit H? Na egal. Jiggly Jelly. Yay, das hat funktioniert. Okay, hier ist jetzt auch offen. Ich weiß gar nicht, ob das sinnig war, aber egal. Jetzt bist du schon mal frei. Bist du das? Dödel? Tja, nun sehen wir uns also doch wieder. Dieses Gefängnis wird von sehr merkwürdigen Businessleuten gemanagt. Und ziemlich fett sind sie übrigens auch, aber egal. Ich war auch hier festgehalten. Aber dafür habe ich sehr hart trainiert. Und das wirst du jetzt erfahren, am eigenen Leibe. Ja. Red doch nicht so viel. Kämpf lieber. Auch wenn du schon was über kaputte Ziegel in der Wand erzählt hast, was ich auch sehr interessant finde als kleiner Hinweis. Aber trotzdem. Du bist mein Rivale, du sollst kämpfen und nicht reden. Geht doch. Dödel möchte kämpfen. Okay, jetzt hast du wieder wahre Vorteile. Nutze sie, Flamara. Jawohl. Nein, nicht ganz. Ach, Flamara. Ich wollte dich doch nicht fertig machen. Nur so eine kleine konstruktive Kritik. Hä? Geht doch. Ursaring. Kann auch Finte meines Wissens. Ach komm, nimm Ataria. Dann soll der Bär mal gegen ein Gestein hauen, kloppen, wie auch immer. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass unser Rivale, also Dödel, jetzt auch hier gefangen war. Nachdem er ja auch schon versucht hat, Pokémon zu klauen und alles Mögliche. Ansonsten hat man ihn ja nicht so oft gesehen, ne? Ja, war doch zu schwach. Ja, und die Defensive geht hoch, aber egal. Jetzt aber. So. Sichlor. Nein, nicht Sichlor. Scherox. Und Skysor. Ach, Scissor. Was ist? Scissor, klar. Von Scherer. Scherox. Jetzt ist es komplett ein Stahltyp. Was seinen Vierfachschaden eigentlich schon wieder, auflöst, fällt mir gerade ein. Es hat ja als Käfer- und Gesteins-Pokémon vierfach Schaden, aber wenn es nur Stahl ist, dann natürlich nicht mehr. Das ist von der Strategie her eigentlich gar nicht mal so dumm. Trotzdem hat es gegen Taria keine Chance gehabt. Und das auch gleich nicht mehr. Schwerttanz. Na komm, einmal noch. So. Schelgen.
Wie heißt es bei uns nochmal? Drasche? Das da. Ja. Ich kann es nicht beschreiben, Pokémon. Eine sehr merkwürdige Zwischenstufe zwischen Kindwurm und Brutalanda. So. Erledigt. Pling! Level up! Acid Armor? Ach, Säureschutz, ne? Nee. Nein, danke. Achso. Ja, nein, wie auch immer. Kann zwar die Verteidigung erhöhen, aber brauche ich jetzt nicht mehr. Du weißt, ich fühle mich entsetzlich deswegen. Es tut mir leid, was ich getan habe. Hier, nimm diese VM. Du wirst sie brauchen. Okay, gut. Ich erzähle niemandem, dass du sie hast und dass ich auch nicht fliehen wollte. Okay. Da ist auch noch ein Pokémon, das befreien wir noch schnell für diesen Part. Okay, es wollte kämpfen. Mist. Ich habe gedacht, es würde wieder über mich drüber hopsen und dann fliehen, wie das andere. Aber nein. Dieses Hariyama möchte kämpfen. Okay, dann kämpfen wir ein letztes Mal für diesen Part. Vielleicht kriegt Flamara dann auch die nötigen Erfahrungspunkte. Nein. Okay. Psyana kann aushelfen. Mir fällt doch gerade ein, wisst ihr, was für ein Item uns noch fehlt? Der EP-Teiler. Nein, ja nur. Ich meine, wir sind schon in den 40er-Leveln und haben den EP-Teiler noch gar nicht. Das ist schon ein bisschen kurios. Egal. Synchro hat funktioniert. Sehr gut. Wir können es jetzt fangen, aber ich habe keinen Bock drauf. Ich mag Hariyama eigentlich nicht so sehr, dass ich es jetzt unbedingt haben muss. Von daher, tschüss. Yay, Level 41. Geht doch. Okay, so, jetzt pausiere ich aber. Hier brauchst du 4600. Ja, bisschen Luft nach oben ist halt leider immer. Paralyse heilen wir auch noch schnell. Ich kann noch mal kurz Tränke verteilen, bevor ich es am Anfang des nächsten Parts wieder vergesse. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, meine Lieben. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben geben, kommentieren, abonnieren und bald wieder einschalten. Bis dann und tschüss!